Zwei Dinge werden, es gibt gewisse Portale, die man benutzen kann, um in diesen Zustand einzutreten. Ich werde einige erwähnen. Ein Portal, um in diesen Zustand der Gegenwärtigkeit einzutreten, man könnte es auch nennen inneren Raum. Man spürt in sich plötzlich einen Raum, wo vorher nur ein vollgepropftes Zimmer war, voll ein Gedanke nach dem anderen. Und plötzlich kommt man zu seinen Gedanken reißen ab für einen Moment. Plötzlich spürt man eine Stille in sich. Eine Stille, aber nicht eine müde Stille, eine wachsame Stille. Man wird sich plötzlich bewusst, und das hört sich sehr seltsam an, man wird sich plötzlich bewusst, dass man bewusst ist. Man spürt, in anderen Worten, man spürt sein eigenes Bewusstsein, seine eigene Gegenwärtigkeit, dein Sein. Du spürst, dass du bist. Du sagst, ich bin. Ohne etwas hinzuzufügen. Was ist die Essenz deiner selbst, wenn du nicht an deine Geschichte denkst, an die historische Person? Da ist eine Essenz, selbst wenn du überhaupt nicht denkst, da ist eine Essenz der Gegenwärtigkeit des Seins. Du fühlst, dass du bist, dass du bewusst bist. Alles kann in Zweifel gezogen werden und viele Philosophen haben das getan. Die haben gesagt, und mit Recht, wir wissen nicht, ob das, was wir als unser Leben erfahren, das könnte durchaus ein Traum sein. Und das geht zurück ja, schon zu alten Griechen. Ist es vielleicht alles ein Traum? Und niemand kann beweisen, dass es nicht ein Traum ist. Oder zumindest wie ein Traum ist. Das Leben hat etwas Traumhaftes. Und niemand kann beweisen, dass in diesem Moment du nicht träumst, dass du in einem Saal sitzt und einem Menschen zuhörst, der sagt, dass du vielleicht träumst. Niemand kann beweisen, dass es nicht so ist. Es könnte alles ein Traum sein. Deine gesamte Lebensgeschichte könnte ein Traum sein. Das können wir also alles bezweifeln. Aber es gibt ein Ding, das wir nicht bezweifeln können. Das ist die das ist das Einzige, was außer Zweifel ist. Und das ist, du bist bewusst in diesem Moment. Denn selbst wenn es ein Traum ist, der Traum kann nur erscheinen im Licht des Bewusstseins. Also dann hinter dem Traum würde immer noch ein Bewusstsein sein, in dem der Traum erscheint, im Licht des Bewusstseins. Es ist also eigentlich gleichgültig. Wir brauchen gar nicht zu entscheiden hier, ob das alles ein Traum ist oder Wirklichkeit. Das sind sowieso nur gedankliche Konzepte. Das Wichtige ist zu erkennen, dass in uns was außer Zweifel steht. Alles andere könnte Fiktion sein. Es könnte die Matrix sein, die irgendetwas uns vorgaukelt. Das könnte sein, aber ich bin bewusst. Ja, wie weiß ich das? Ich weiß direkt. Mehr kann man gar nicht sagen. Man kann es nur in sich fühlen. Das ist das Ich Bin. Das tiefere Ich Bin. Im Alten Testament, vielleicht der tiefste Satz im Alten Testament, es gibt da einige Juwelen. Gott sagt, wer bist du? Jemand fragt Gott, wie heißt du? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Das heißt also, er sagt, ich bin das Sein in jeder Kreatur. Ich bin das eine Sein, das eine Bewusstsein, das sich ausdrückt, das sich manifestiert durch Billionen von Lebensformen. Das eine Bewusstsein, das ist die Essenz jeder Lebensform.
Das ist das Ich Bin. Und das Fantastische ist, dass im Menschen die Möglichkeit jetzt besteht, das direkt in sich zu erkennen. Das bedeutet, dass durch den Menschen das eine Bewusstsein, das dem ganzen dem zugrunde liegt, dem ganzen Universum, dass der Mensch in sich das erkennt. Das heißt also, dass das Universum bewusst wird durch dich. Denn du bist das Universum. Du bist nicht im Universum. Es war, glaube ich, Alan Watts, der sagte, du bist etwas, was das Universum tut, auf die gleiche Weise, wie die Welle etwas ist, was der Ozean tut. Du bist etwas, was das Universum tut. Du bist eine Aktivität, an den anderen Worten. Du bist eine Aktivität des Universums, in der gleichen Weise, wie eine Welle die Aktivität des Ozeans ist. Das heißt, die Welle hat keine getrennte Identität von der Gesamtheit des Ozeans. Es scheint nur so, wenn man nur die Oberfläche sieht. Wie der Mensch keine getrennte Identität hat, getrennt von der Gesamtheit des Seins. Der Mensch ist ständig verbunden mit der Gesamtheit des Seins und vor allem mit der Quelle alles Seins. Lebt in ständiger Verbundenheit damit, ist nur ein Ausdruck der Quelle alles Seins, die man traditionell Gott nennt. Ein Wort, das ich vermeide, weil es über Jahrtausende missverstanden wurde. Der Mensch lebt in Einheit mit dieser Quelle alles Seins. Er kann nie in Wirklichkeit getrennt sein, er kann vergessen, er kann sich nicht bewusst sein dieser Einheit, aber er lebt. Es gibt kein getrenntes Wesen. Jedes Wesen ist eine Manifestation des einen für kurze Zeit, eine Ausstrahlung, wie jeder Sonnenstrahl eine Ausstrahlung der Sonne ist. Wie wäre es, wenn ein Sonnenstrahl plötzlich vergisst, dass er immer noch in Verbindung mit der Sonne steht? Und er glaubt, vollkommen getrennt zu sein. Dann sieht er andere Sonnenstrahlen und sagt, wie heißt du? Wo kommst du her? Oder ich hab dich nicht gern. Geh weg. Du siehst nicht gut aus. Oder was es auch sei. Und dann hat er Angst vor anderen Sonnenstrahlen. Weil er nie die Tiefe in sich erkannt hat und nicht erkannt, dass sobald du also das erkennst in dir, und das geht nur durch das Aufhören des Gedankenflusses, und plötzlich da ist eine wachsame Stille in dir. Das ist die Tiefe, die sich plötzlich öffnet. Dann bist du auch in Kontakt mit der kreativen Intelligenz des Universums, dann bist du in Kontakt mit der wirklichen Quelle aller Intelligenz. Das heißt, die Menschen, die damit in Kontakt sind, werden kreativer. Plötzlich werden auch die Gedanken interessanter, denn sie sind nicht mehr nur ständig wie festgefahrene Schallplatten, sondern Schallplatten gibt es nicht mehr, aber ich komme aus einer anderen Zeit.